Gunst der Götter, Getter, genau, David Getter, Gunst der Götter. Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu einem Kickstarter-Unboxing von Roma und Alea. Ja, das kenne ich eigentlich eher unter Rome and Roll, aber das ist jetzt wohl dieses, Alea kommt von Alea Jacta Est, der Würfel ist gefallen, wie ich von Gwen gehört habe. Und das passt wahrscheinlich auch sehr gut in dem Spiel, denn es geht um den Aufbau von Rom und wir würfeln ja schließlich in diesem Roll and Write. Ja. David Turzi hat sich dran zu schaffen gemacht, beziehungsweise hat das Ganze entwickelt und Nick Shaw. Und ja, Schwerkraft hat das jetzt auf Deutsch gemacht wohl. Und 1 bis 4 Spieler, 60 bis 90 Minuten, Alter 14 Jahre. Wir haben hier das Basisspiel und wie ich schon im Internet gehört habe, soll es ein ziemlicher Heavy Roll-and-Write Titel sein. Hier gibt es noch ein paar Sondersachen. Ich glaube, es gab noch hier Stifte dazu und diese Figuren. Deswegen hat sich das auch etwas verspätet alles. Wobei, die können wir eigentlich gleich angucken. Ich glaube, die sind dann in der Basisversion dementsprechend nicht dabei. Ich bin noch nicht ganz sicher, inwiefern die im Spiel zu tragen kommen. Aber die werden wahrscheinlich halt irgendwo positioniert. Und hier haben wir noch Figuren, Spielfiguren, die dann halt eher 3D-Modelle darstellen. Ja, in den verschiedenen Spielerfarben. Und mal gucken, wie sich das dann. Upsa, ich schmeiß heute alles weg. Das ist gleich mal der Test, ob die Dinger was aushalten. So, hier sind auch nochmal. Die sehen schön unterschiedlich aus. Die Minis. Und ja. Gleich schauen wir uns das Spiel, das Hauptspiel an. Und die Stifte brauche ich euch ja wohl nicht zeigen. Ja, es ist nämlich kein Roll and Write auf Papier, sondern ein Roll and Write auf beschreibbaren Tafeln. Hier ist noch die Charaktererweiterung, die schauen wir dann im Anschluss an. Aber jetzt machen wir erstmal das Spiel hier auf und gucken rein. So. Ja, Anleitung darf natürlich nicht fehlen. Oha, das ist ein Wäscher. Da schauen wir gleich mal rein. Aber zum ersten hier mal das mittlere Board. Ist auch zweiseitig, wie ich sehe. Ich muss mal gucken. Man sieht auch schon gleich, dass meine Softbox hier an der Seite spiegelt. Da seht ihr dann daran, dass es eine beschreibbare Fläche ist. Ja. Sieht hier unten. Gucken, ob ich das hier schön in die Kamera bekomme. Schieben wir mal die Softbox ein bisschen auf die Seite. Vielleicht ist das besser. Ja, besser. Ein bisschen. So. Hier auf der Seite, genau, kann man das ja sehen. Gut, auf der Rückseite sehen wir ein bisschen kleineres Roma. Ebenfalls Hispania, Gallia, Ägyptus und Asia Minor. Forum Romanum in der Mitte. So, jetzt kommen wohl die Spielerboards. Und da haben wir die Aktionen hier auf der Seite. Aktionen, bauen, Legionen aufheben, erobern, sanieren, steuern, erheben, handeln. Hier unten eine Leiste. Dann müsst ihr hier hingucken. Berater, Silvanus, Betramus oder Bertramus, Jovilius. Und hier hinten der Charakter, der Präfektus. So, dann haben wir noch einzelne Schlusswertungen. Wunderbar. Und hier hinten eine kleine Zusammenfassung wohl. Die Ressourcenverteilung. Holz, Ziegel. Ja. Das ist halt alles hier ein bisschen verspiegelt noch. Das macht das mit der Softbox leider nicht leichter. Tut mir leid, dass ich das nicht schöner hinkriege. Genau, so, das ist mal die Seite. Jetzt haben wir, denke ich mal, alles gesehen. Oh nein, haben wir nicht, das ist ganz... Hier, der hat andere Sachen. Schaut mal hier. Sieht man schon hier andere Berater. Da, das ist, glaube ich, gleich die Aktion, ja. Nur die Berater sind andere. Mhm, sehr schön. Kann man hier das gut sehen? Ja. Auf der Rückseite wird sich wahrscheinlich nicht viel geändert haben. Mercatrix.
Denn Donatus, Jeremias und Nikodemus sind hier nämlich dabei. Auf der Seite die Berater. So, hinten bleibt, denke ich mal, gleich. Und jetzt haben wir noch den Legatus. Da auch wieder die Berater anders. Sehr schön. Wunderbar. Oh, das sind aber wirklich Würfel für Blinde. Das ist ja wirklich enorm. Aber man muss ja... Boah. Das ist auch mal, dass ich keine Löcher in meinen Tisch rein würfel. Die sind noch mal ein Stück größer als die von King of Tokyo. Sind ja auch einiges an Symbolen drauf, wie man hier sehen kann. Sehr cool. Hier der gelbe Würfel. Was hatte ich jetzt? Den roten? Den blauen noch? Der Bauwürfel, so wie es aussieht. Sehr cool. Es gibt noch hier einen normalen sechsseitigen Würfel, der aber auch sehr gigantisch vorkommt. Also das ist kein Spiel. Das ist kein Spiel, das man mal in der Bahn kurz spielt, denn der Platz für die Würfel allein reicht ja schon fast nicht. So. Und dann haben wir hier noch kleine Miepel. Den Farben zu urteilen, dürften diese hier die Figuren ersetzen, beziehungsweise umgekehrt. Ja, finde eigentlich beides schön. Die haben irgendwie so eine schicke, matte Farbgebung. Immerhin ist in der Box viel Platz. Gut, habe ich das gemacht. Immerhin ist der Box viel Platz. Da kann ich hier die Ersatzstifte noch mit reinmachen, falls die mal leer werden. Wobei ich mir fast eher Sorgen um die Boards mache, weil bei so wiederbeschreibbaren Boards, das schmiert dann irgendwann so rein und dann bleibt das irgendwie auf den Boards drauf. Also ich hoffe, dass das nicht so ist hier oder zumindest nicht so schnell. Und ja, das ist eigentlich so der einzige Nachteil, wie ich finde. Jetzt muss ich das mal hier... Ich finde ja so abwischbare Boards super cool, dass man halt Papierverbrauch minimiert. Andererseits, wenn halt die Farben sich dann irgendwann reinfressen, dann sieht das halt so schlimm aus wie die Boards in der Schule oder in der Uni oder wie auch immer. Ja, was ist denn da los? Ein bisschen abgewetzt. Ja, hier sehen wir recht coole große Karten. Also Qualität ist natürlich sehr, sehr toll. Da sieht man hier diese Karten. Mal die Rückseiten hier angucken. Verschiedene Würfel abgebildet. Hier sind Prokonsul, Nero, Göttergunst steht hier drauf. Dann, was haben wir hier noch? Stadt S, Stadt Freizeit F, Religion, Armee und Gewerbe haben wir hier. Jetzt gucken wir mal die Front nochmal an. Der Juwelier, vollständig auf Sumpfgebiet, Fischersteg, Holzfäller. Schön, ja. Kastell, Bauamt, Schrein. Ja, das ist schön. Erinnert so ein bisschen an Seven Wonders. Aber schönes Design. Hier oben sehe ich auch die Tetris-Teile. Villa, Magistrat. Ah, hier, der Jupiter. Minerva, Mars, Saturn, Juno, Merkur, Bacchus. Nero, Cäsar, Augustus. Sieht ein bisschen seltsam aus. Der Prokonsul, bauen. Ah ja, erobern, sanieren, Stadt bauen. Schön. Da sehen wir ähnliche Sachen. Okay. Gut, ja. Das war es alles vom Standardmaterial. Jetzt gehen wir doch mal noch kurz rüber zu der Charaktererweiterung. Und zwar auf der Rückseite. Nee, und zwar sind das... Moment, ich habe das schon aufgemacht. Weitere Charaktere oder beziehungsweise hier Spielerboards. Ja, wir haben Artificrix. Da hat man einfach noch ein bisschen mehr Auswahl, auch von den Beratern her neue. Die Rückseite wird, denke ich mal, die gleiche sein wie bei den anderen auch. Und ja, Pontifex haben wir hier noch mit Pompilius, Isokrates und Sephirinus. Sephirinus wahrscheinlich heißt das. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen.
Ja. Und der letzte ist, oder Nobilis, ein Intrigant niederer Abstammung. Ja, wunderbar. Das sind die anderen Sachen. Die anderen bleiben ja relativ gleich. Wobei ich sehe hier oben noch eine Änderung. Da steht HZJZHH. Also da gibt es wohl auch noch Änderungen. Und hier auch in den, nee, doch 15. Der startet hier unten bei 15, der bei 17, die hier auch. 11, 13. Naja, gibt es auch nur Unterschiede. Also das ist wohl nicht das Einzige, was hier sich ändert. Sehr cool. Die kriege ich dann, denke ich mal, auch locker mit in diese Schachtel mit hinein. Ebenso die Figuren. Das kann ich dann alles hier dann reinwerfen. Finde ich super. Mache ich natürlich dann alles in die Tüten. Und ja, das war es hier zum Unboxing von Roma und Alea. Ja, oh nein, natürlich nicht. Stopp. Ha, die Anleitung haben wir noch gar nicht angeguckt. Ha, keiner schreit. So, jetzt gucken wir hier mal die Anleitung noch an. Oder Spielregel, so rum. Anleitung klingt ja ein bisschen komisch. So, Spielregel. Ja, was haben wir hier? Spielaufbau, die Terminologie. Der Stadtplan von Rom. Ja, da wird natürlich auch eingemalt. Beispiel für der Hügel. Okay. Aha, da streicht man irgendwie diese einzelnen Sachen hier unten an und kreuzt sie dann durch, wenn irgendwas getan wird. Sehr schön. Heerlager, Kastell. Da sind ein paar Beispiele drin. Erobern. Ja, für so ein Roll'n'Ride ist das schon ordentlich an, ja, an Regelwerk, würde ich mal behaupten. Da muss ich mich mal so ein bisschen reinlesen. Schlusswertung, FAQ. Die Berater sind hier nochmal ein bisschen aufgelistet. Nochmal ein paar Gebäude. Gunst der Götter und Regeln für das Solospiel. Ja, das gibt es auch noch, wenn man Solo spielen möchte. Und da gibt es auch einiges an Regeln und eine Variante für zwei Spieler wohl. Da können die Spieler einen modifizierten Seneca-Kartenstapel benutzen, den Gegner im Solospiel, um den Zugang zu Bauplankarten etwas zu erschweren. Ja, hier auch nochmal eine Übersicht zu dem ganzen Spiel. Und jetzt haben wir es aber wirklich geschafft. Roma und Alea, das Unboxing heute im Kickstarter-Unboxing. Ja, das Cover ist ja echt cool gemacht mit den Würfeln, worauf die Straßen gebaut werden. Sehr, sehr geil, finde ich. Und ja, schreibt mir mal in den Kommentaren, habt ihr das gebackt? Seid ihr im Besitz von Roma und Alea? Wollt ihr mehr davon sehen? Und gerne Daumen und Abo, ihr kennt es ja. Und ich sage Arrivederci. Vielleicht doch einfach nur Bye-bye. Bye-bye.